Traurig, aber wahr. Auch auf den Bühnen der Hamburger Kampnagelfabrik beschäftigt man sich derzeit mit der Generation Praunheim Plus, also den ganz Alten. Im Rahmen eines Festivals mit dem schönen Titel Old School, von Alten lernen. Einer der Alten, von dem man dort eine Menge lernen kann, ist der ehemalige Wrestler Axel Dieter. Jawohl! Genau, Nina. Hier kann man so einiges lernen, also aufgepasst. Dieser Schlag, wenn ich den aus ihn reinschleudere, der kommt raus und ich knall das so auf diese Partie, dann werden beide Halsschlagadern angeschlagen und wenn dann das Zungenbein einmal bricht, ich glaube nicht, dass wir so schnell einen Rettungswagen hier haben. Das ist Axel, eine echte Wrestler-Legende. Fünffacher Weltcupsieger und heute mit 79 Jahren noch voller Kampfgeist. Für das Bühnenstück kämpft er mit Axel 23, ebenfalls Wrestler. Ich fragte mich, als ich die beiden auf die Bühne brachte, Axel und Axel, der Junge und der Alte, können sie sich gegenüberstehen und dann sich wie ein Spiegel betrachten? Also es ist möglich, dass der Alte sich in den Jungen sieht oder dass der Junge sich in den Alten sieht. Axel und Axel sind nicht nur beide Wrestler, sondern auch Vater und Sohn. Es trennen sie fast zwei Generationen. Papa, welche vier Dinge waren dir in deinem Leben wichtig? Ringkampf, Autos, Uhren, Frauen. Ich habe so viele Länder in so vielen Ländern gekämpft, ob das Indonesien war, Japan war, Afrika, viele, Ägypten, Israel. Ja, ich bin eine Legende. Ja, und da kann ich stolz drauf sein. Nachdem der kleine Axel Dieter eher zufällig einen Ringkampf in Berlin beobachtet, will er nur noch eins: Wrestlen. Nach der ersten Tuchfühlung mit der Matte ist klar, Axel ist ein Wrestling-Jahrhunderttalent. Wettkampf folgt auf Wettkampf, Sieg auf Sieg. Axel legt einfach jeden Gegner flach. Doch nach der fünften Heirat gibt es für ihn nur noch einen Star: seinen Sohn Axel, dem er das Ringen beibringt. Mein Vater ist der Letzte dieser Ringergarde, der überhaupt noch so fit ist und das alles noch imstande ist zu machen. Deswegen bin ich unheimlich stolz darauf. Egal, ob im Ring jemand vor ihm stand, der 2 Meter größer war und 2 Meter breiter und ihn niedergeschlagen hat zum 100. Mal, mein Vater ist wieder aufgestanden und hat zurückgepowert. Egal, ob Schicksalsschläge waren oder Faustschläge von seinen Gegnern, mein Papa ist immer aufgestanden. World Cup 81. Axel Dieter mit fast tänzerischer Eleganz. Für seine ausgefeilten Schrauben ist er berühmt geworden. Und einstecken kann er auch. Schließlich nimmt Axel Dieter, angefeuert von der Menge, seinen 5. Weltcupsieg nach Hause. Das hatte noch niemand vor ihm geschafft. Und bis heute hat niemand seinen Rekord gebrochen. Also sein Leben ist so faszinierend, dass man denkt, das kann nicht wahr sein. Das hört sich wie unecht an, aber es ist echt. Er hat es tatsächlich alles, all diese Dinge erlebt. Axel Dieter lernte die mexikanische Choreografin Yolanda Gutierrez vor 3 Jahren bei einem Kampf von Axel Junior in Hamburg kennen. Nach dem Sieg forderte der stolze Axel Yolanda spontan neben dem Ring zum Tanzen auf. Bei der gemeinsamen Vorliebe für Mariachi-Musik war das Eis schnell gebrochen. Axel erzählte ihr sein prahles Leben und für Yolanda war klar, dass sie von Axel Dieter einiges lernen kann. Es ist für mich natürlich eine sehr spannende Geschichte zu beobachten, wie kann es dieses Wrestling, Bewegungsabläufe, wie kann man damit irgendwie etwas tänzerisch machen. Diese Bewegungsabläufe, die es bei denen gibt und auch diesen Fluss, es geht nicht nur um Muskelkraft, sondern es geht auch darum, dass man auch den Impuls von unten Hebel nach oben hat, um eben jemanden irgendwie zu heben. Und das sind so Sachen, die es auch im Tanz gibt. Und tatsächlich, auf der Bühne sind Tanz und Kampf kaum auseinanderzuhalten. Ringer zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht gerade auf Angriff sind und sind in Lauerstellung,
Die tanzen auch. Die tanzen. Und das ist die Spannung, die du hast. Und daher sind Ringer, das hat sich bewahrheitet, fast durch die Bank weg, alle gute Tänzer. Und auch wenn der Kampf auf der Bühne viel zahmer abläuft als im echten Ring, für Axel Dieter zählt nach wie vor nur eins. Der nächste Kampf, und da ist klar, wer gewinnt. Natürlich Axel. Meine Kämpfe waren echt und daher sehr hart, wofür ich heute bezahle. Jetzt könnte ich die Hose ausziehen und zeige hier zwei Riesennarben, also zwei künstliche Hüftgelenke. Dann zeige ich hier eine Narbe, Meniskus raus. Dann habe ich doch eine wunderschöne Nase. Ne? Echtheit ist eben nicht immer ganz schmerzfrei. Darüber sollten sich alle klar sein, wenn sie unbedingt authentisch sein wollen.